möchte den Leuten vermitteln für ihre Projekte, dass sie sozusagen finanziell sich damit auseinandersetzen, also welche Kostenbasis sie haben. Zum zweiten Teil aber auch, dass sie darüber nachdenken, Zielgruppen und das Nutzenversprechen für die Zielgruppen viel, viel stärker und viel, viel konkreter zu machen und zu präzisieren. Und im letzten Teil gebe ich denen ein paar Handwerkzeuge in die Hand, wie man ordentlich kommuniziert, um eventuelle Investoren zu überzeugen. Genau, einerseits sozusagen ist es so, dass die Projekte häufig zu groß gefasst werden. Das heißt, sie sind so langfristig und die Perspektive oder vielmehr die Projektziele sind sehr allgemein gehalten. Also ich will was gegen Klimawandel tun oder ich will die Politik ändern, was irgendwie was total her ist und was auch schön ist. Aber ich würde immer sozusagen in kleinen Schritten anfangen. Sehr konkret im kleinen Maße auch dann schrittweise vorwärts gehen. Und das zum einen, zum zweiten ist, dass die Leute nicht so viele Gedanken über ihre Kosten machen, insbesondere über ihre eigenen Aufwände, auch wenn die natürlich sozusagen häufig also for free reingegeben werden, sollten die trotzdem sozusagen eine Idee haben, wie teuer denn das Ganze wird und diesen Business Case, den sie bei mir auch lernen, dann halt als auch ein Steuerungsinstrument benutzen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Obwohl wahrscheinlich die Methoden ähnlich sind, sind die Herangehensweisen verschieden. Insbesondere geht es Social Entrepreneurs halt natürlich häufig nicht sozusagen um reich zu werden, sondern eher um sozialen Impact zu haben. Prinzipiell merke ich aber, dass die auch professioneller werden. Diese Social Entrepreneurs sind nicht mehr diese sogenannten Spinner, die irgendwie versuchen, irgendwie Projektanträge zu machen und dann irgendwas sozusagen ohne Impact oder mit wenig Impact zu tun, des Selbstzweck willen, sondern eher versuchen, sozusagen sehr konkret ein Projektziel zu verfolgen, das zu monitoren und fast so professionell auftreten wie die in der Wirtschaft. Nee, also Gewinn brauchen Sie jetzt nicht gleich machen, aber Sie sollen natürlich kostendeckend arbeiten. Ich finde, das ist schon einer der Ziele für alle Projekte. Und natürlich sollte insgesamt der Nutzen den Kosten, also der Gesamtnutzen, nicht nur der monetäre Nutzen, sondern auch der Gesamtnutzen soll viel, viel größer sein als die Kosten natürlich, die es erzeugt hat. Aber das ist klar, das verstehen die Leute auch. Ich finde so, wenn man, gerade im sozialen Sektor gibt es halt sehr viele so Projekte, die so vor sich hin wabern, das sind unendliche Anträge, die laufen über mehrere Jahre und am Ende wird nicht genau gemonitort, was eigentlich rausgekommen ist. Also wenn das Geld einmal freigegeben wurde, dann wird es auch freigegeben. Sowas passiert in der Wirtschaft nicht alleine, weil die Leute mehr gezwungen sind, sozusagen Profit zu machen. Dadurch schleicht sich so eine Art Ineffizienz in diesen sozialen Sektor ein, weil halt diese Monitoring-Funktion und dieser Zwang, sozusagen effektiv hier zu arbeiten und ordentlich die Ressourcen einzusetzen, der fehlt an manchen Stellen. Also nicht, ich will nicht sagen, dass er nicht da ist, aber der fehlt. Und dadurch kann man halt Ineffizienzen schon sehen. Aber durch die Leute, die auch die Social Entrepreneurs konkrete Ziele vornehmen, die dann auch abmonitoren, auch sich selbst gegenüber ehrlich sind, all das hilft da, diese Ineffizienzen zu beseitigen. Also ich sehe schon, dass der soziale Sektor insgesamt professioneller wird. Nee, also natürlich das Funding anders. Zum Beispiel in den UK oder in den USA ist natürlich viel, viel mehr von den Privatleuten gekommen, da viel mehr oder von den Unternehmen. Hier in Deutschland verlassen sich viele Leute auf die Kirche und auf die Steuern, also auf den Staat selber, der da schon handelnd eingreift. Deswegen gibt es verschiedene Mechanismen sozusagen. Also eine Finanzierung hier zu bekommen aus privater Hand ist wahrscheinlich schwieriger als irgendwo in den USA oder so, weil bei denen sitzt das Geld halt auch ein bisschen locker, weil sie nicht so hohe Steuern zahlen und deswegen auch sich mehr verpflichtet fühlen. Oh, ich find die Lehre total cool. Also per se, das ist für mich persönlich, das ist einer der Benefits. Mir macht es total Spaß, so Leuten was beizubringen. Und zweitens finde ich es persönlich auch schön, mit so einen Leuten in Verbindung zu kommen, hier mein Netzwerk zu erweitern. Das ist klasse. Also die Probleme, die sozusagen hier besprochen werden und die ich helfen kann zu lösen, die habe ich woanders sozusagen nicht so häufig und das macht mir total Spaß. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich sozusagen meine Erfahrungen, die ich habe, und meine Tools, die ich an der Hand habe, dass ich die den Studierenden an die Hand geben kann, dass die sozusagen professioneller ihr Projekt verwirklichen können. Gibt da ein paar Hinweise. Ob das nun so wirksam ist oder nicht, das müssen die Leute natürlich selber entscheiden. Aber insgesamt geht die Rechnung für mich voll auf. Ja. Das macht echt Spaß. Ja, also was mich nicht aufregt, aber was mich so ein bisschen stört, ist sozusagen,
immer diese allgemeinen Phrasen rauszuholen, wenn es gerade in so Sachen, wenn es sehr konkret werden soll, also warum soll man das machen, warum da und da und warum nicht so, kommen wir so allgemeine Fragen wie, wir sollten noch gegen die Armut sein oder wir sollten noch mal ein Wandel in der Politik herbeiführen, die dann in so einer Argumentation dann nicht so viel bringen. So. Also ich würde mir wünschen, dass Sie viel, viel konkreter und viel, viel detaillierter sich dann reinversetzen und auch bereiter sind, sozusagen darüber zu diskutieren. Das ist so eine Sache, solche sozusagen Argumentationen, die helfen dann nicht, sondern sollte sich eher sehr konkret mit Sachen aus